So, und damit herzlich willkommen zurück zu Harry Potter Quidditch Champions. Wir sind hier in der nächsten Folge, in der zweiten Folge hier. Immer noch im Fuchsbau, immer noch bei den Lektionen und immer noch erkennt das Spiel, dass ich meine Fresse nicht halten kann. Wir gehen zur nächsten Lektion. Wunderbar. Schauen wir uns jetzt die Rollen an, die Quidditch so einzigartig machen. Beginnend beim Treiber. Das muss jemand Furchtloses sein. Fred hat sich schon so darauf gefreut, dir das zu erklären. Oder war es George? Alter, das musst du wissen, das sind deine Brüder. So. Wer ist denn hier unser... Ja. Sieht sehr furchteinflößend aus. Ich weiß, was ich mache. Ich weiß nicht, was für eine Augenfarbe die hat, Alter. Juckt mich doch nicht. Das wird lustig. Ein bisschen zu lang, ja. Ja, wir wissen, wer der Giftzwerg ist. Ja! Das ist mein Team. Damit werden wir gewinnen. Ah, Treiber. Man liebt sie oder hasst sie. Je nachdem, auf welcher Seite des Klatschers man steht. Was Klatscher sind? Schnelle, angriffslustige Eisenbälle und so verzaubert, dass sie Spieler vom Besen hauen. Der Job eines Treibers ist es, die fiesen Dinger von deinem Team wegzuschlagen. Zum Gegner. Was wäre schöner, als den Gegnern beim perfekten Spielaufbau zuzusehen und ihre Pläne dann zu durchkreuzen? So. Die Treiber. Ist das jetzt eigentlich Fred oder ist das George? So, wir wählen den Treiber aus. Klatscher sind fiese kleine Nervensägen, die eine Menge Ärger machen können, wenn du nicht aufpasst. Viele TreiberInnen starten ihre Karriere mit einer Verletzung, also gehen wir es locker an. Ah. Fred ist nicht nur was für Jäger. Auch Treiber können das. Hat nur oft verheerende Folgen. Okay. Können hier wieder alles machen, was wir auch sonst können. Unglaublich anstrengender Sport. Jeder Treffer bringt dich aus dem Gleichgewicht. Zu viele davon und du fliegst vom Weg. Okay. Wir regenerieren auch wieder von selbst, das ist gut. Wenn alle Stricke reißen, kannst du einfach so tun, als wärst du der Klatscher und deine GegnerInnen rammen. Das hilft meistens. Perfekt. Dann wollen wir das mal anwenden. Triff das gegnerische Teammitglied mit einem wohlplatzierten Klatscher und mach dir keine Sorgen, es zu verletzen. Es hat sich freiwillig gemeldet. Naja, vielleicht nicht ganz freiwillig, aber es kommt schon wieder. So, wir holen uns den Klatscher und dann können wir so den Sucher hier erstmal schön... Holen wir das gegnerische Teammitglied wie vorher vom Besen. Schick ihm einen Klatscher, während es uns Gleichgewicht bringt. Oh, und wir sollten darauf achten, es nicht zu verletzen. Zumindest ein bisschen. Wieso? Ich will ihn doch verletzen. Spektakulär! Fred und George wären stolz. Jetzt perfektioniere, was du gelernt hast und hau alle auf dem Spielfeld von ihren Wesen. Alle? Eieiei. Warte mal, der... Okay. Zack! Das war's mit dir. So, und wir eliminiere den Hüter, ey. Geisteskrank. Jetzt weißt du, wozu Treiber gut sind. Bist du bereit, sie in Aktion zu erleben? Bist du dir sicher, dass George das gesagt hat? Ich würde sagen, dass es vielleicht Fred war. Spielen wir noch eine Partie mit Klatschern und Treibern.
Pass auf deine Nase auf. Okay. Mach dich bereit für eine spannende Quidditch-Partie. Ja, wir werden unser Team nochmal vielleicht sogar zu Quidditch und hier zu Hogwarts. Zum Hogwarts-Pokal vielleicht nochmal anpassen. Meine Güte. So, wir nehmen den Treiber. Damit anzusehen als Percys Flirtversuche. Gut so. Weiter in Richtung Tor. So, wir beschwören hier erstmal einen Klatscher und Bam, Junge! Und anschließend den Ball. Ah, komm mal her. So. Ja, macht schon Spaß hier mit unserem kleinen Zwerg George zu verprügeln. Ist ja ein regelrechtes Blutbad. Ich hoffe doch nicht. So. Hermine auch betäubt. Klasse. Sehr schön. Huch. Quaffel rast daneben. Den bekommen wir noch. Sehr schön. So. Das ist es. Sehr schön. Hui. Hör ich da den Schlusspfiff oder hat Mom den Flubberwurm in der Toilette gefunden? Behauptet immer, kommentieren sei so schwierig. Und jetzt wissen wir, dass er gelogen hat. So ein Jammerlappen. Okay, und jetzt fehlt nur noch der Sucher. Natürlich das Herzstück. Bei der Karriere steigen wir auch natürlich schön auf. Wie es auch sein muss. Geil. Gar kein Boni. Gehen wir nochmal zurück. So, dann können wir auch natürlich hier in dem Bereich wieder unser Team hier anpassen. Okay, wir können sogar... Ah, so Emotes und so weiter. Dann haben wir hier schon mal einen Sucher. Wenn ich jetzt angucke, okay. Uns nach Spielern suchen, oder... Okay. Ja. Das ist schon ganz gut, Leuten dann zu hindern, unserem Spiel beizutreten, wenn wir gerade Solo spielen. Okay, dann üben wir mal mit dem Sucher. Und wir müssen natürlich einen Sucher erstmal erstellen. Das ist kein Problem. Das machen wir doch gern. Ja, ihm. So. Das ist unser Sucher. Wie gesagt, wir passen noch irgendwann unser Team an. Vielleicht ja auch nach dem Fuchsbau. Aber bisher ist das unser Sucher. Den Sucher kennt jeder. Er muss den flüchtigen goldenen Schnatz finden, fangen und damit ordentlich Punkte machen.
Leichter gesagt als getan. Der Schnatz ist klein wie eine Walnuss. Aber es heißt ja nicht umsonst. Suchen. Ohne schnelle Reflexe nutzen dir auch die besten Augen nichts. Denn sobald du den Schnatz gefunden hast, musst du ihn auch jagen und fangen, bevor es der andere Sucher tut. Wenn du nah an den Schnatz rankommst, seine Bewegungen vorhersiehst und ein, zwei Klatschern ausweichst, ist dir der Sieg so gut wie sicher. Sucher, Punktejäger. Für Sucher dreht sich alles nur um den goldenen Schnatz. Ein flüchtiger goldener Ball. Schwer zu finden und noch schwerer zu fangen. Aber eine Menge Punkte wert. Den Schnatz zu finden hat normalerweise Priorität. Aber wir konzentrieren uns erstmal auf die Grundlagen. Wir können später noch Katz und Maus spielen. So. Der Schnatz ist berüchtigt dafür, dass man ihn leicht aus den Augen verliert. Bleib konzentriert. Es ist schwer, mit dem Schnatz mitzuhalten. Aber diese goldenen Ringe lassen dich länger, schneller fliegen. Und deswegen treffen wir sie nicht. Das ist ja großartig. Sucher müssen schnell auf den Beinen, auf dem Besen sein, um jederzeit enge Kurven zu fliegen. Drift, diesmal musst du den Schnatz allein fangen. Und zwar schnell. In richtigen Spielen bekommst du auf der Suche nämlich Konkurrenz. Ah, da ist er ja. Die Augen nach goldenem Funkeln und die Ohren nach Geflatter. Beilen wir uns mal. Das Driften, das habe ich noch nicht so drauf hier. Ja, fliegen generell nicht. Aber da kriegen wir noch. Da bin ich mir sicher. Aber wofür steht die untere Anzeige? Ich wollte gerade sagen, wir haben den Schnatz aus den Augen verloren. Also genau das, wovor wir gewarnt wurden. Sehr schön. Und damit schließen wir unsere Einführung in Quidditch ab. Bist du bereit für dein erstes richtiges Spiel? Ich bin bereit, holen wir uns den Pokal. Okay, jetzt geht es um die Koboldsteine. Wir spielen mit kompletten Teams, also gib alles. Hier sind die Weasley-Zwillinge. Wir zeigen euch, wie es geht. Wieder ein wunderbarer Tag für Quidditch. Der Puff ist liegt. Ja, dann mal los. Aber mal ganz schnell hier verloren. Super Pass. So, schön den Ball geholt. Die Puffe, sorry. Treiber. Bam! Diese Torstangen werden gut bewacht. Der Klatscher ist weg. Und das Tackle haben wir in den Sand gesetzt. Sehr schön. Schön gemacht, Ginny.
Da, da haben wir ihn. Da. Der Puffel ist im Spiel. Das war unser Kopf. Auch dieses Zerbrechen der Knochen, das ist ein sehr schöner Sound. So, Schnatz erscheint gleich. Wir sollten aber wo ist der? Mal zu unserem Super gehen. Wir halten hier Ausschau nach dem Schnatz, der ist da hinten. Da haben wir ihn. Okay, und jetzt haben wir auch das direkte Duell mit Harry. Natürlich nicht einfach so den Schnatz aus den Augen verlieren will. Ich glaube, Harry hat sogar bessere Karten gegen uns hier. Schafft es ein Team, sich durchzusetzen und ein Tor zu machen? Weiß ich nicht. Mir geht es gerade nur darum, den Schnatz zu holen. Der Klatscher, der hätte fast uns erwischt. Wie ein Team sich den Quaffel zupasst. Da, mal sehen. Harry ist echt nah dran. Die erste Hälfte ist vorbei und noch immer ist alles offen. Ja, aber wenn Harry so langsam hier den Schnatz holt, dann wird das hier schnell entschieden sein. Okay. Jetzt heißt es nur noch den Schnatz auch holen! Der Schnatz ist vorbei, aber der Krieg tobt weiter. Die Match fortsetzen. Was denn das? Und anschließend den Ball. Warum geht's hier weiter? Jungs! Mädels! Hier kommt der Schuss! Rod zu ärgern. Genau, das ist unsere Aufgabe. Okay. So, jetzt kommt der Pass. Wir sind noch perfekt. Direkt da. Die Jägerin ist vom Besen gefallen. Da hat's wen erwischt. Nein! Wollte sogar noch antizipieren oder bin ich da so ganz knapp vorbeigeflogen? Nee, Schnatz erscheint, juckt mich jetzt nicht. Sehr komischer Pass. Hier kommt der Schuss. Tor! Auf diesem okay, Sturz ist Harry der Junge, der gerade so überlebte. Ah, okay. So. Wir nehmen hier einen Treiber. Macht nämlich Spaß, anderen Leuten hier auf die Nase zu hauen. Ist das jetzt einfach unsere Aufgabe? Gib noch mal eine Minute alles. So. Harry einfach ein bisschen verprügeln. Das ist auch eine Super Idee. Pass. War das ein Team weg? Er hat den Quaffel. So, weil wenn Harry. Hier irgendjemand erste Pass auswärts. Team holt sich den Quaffel. Wofür erste Hilfe? Brauchst du nicht. Harry? Harry! Die
letzten 30 Sekunden. Noch ist das nicht vorbei. Harry. So. Harry ist einfach weg. Wo ist der Junge? Naja. Ah, da fliegt er wieder. Schade. Super Pass. Fantastischer Pass. Oh, ausgewichen. 3, 2, 1. Das war ein packendes Spiel. Gott sei Dank haben wir es gewonnen. Und natürlich unser Treiber. Women of the Match. Hätten wir schon den ersten Pokal, oder? Wieder Mondsteine, Gold. Anpassung für den Besen. Okay, Ausstattung. Die können wir dann hier schalten. Geht Quidditch. Das Tempo, die Teamarbeit, die Gefahr. Das ist so aufregend. Ein überwältigender Sieg, das hat wohl niemand kommen sehen. Du hast dir den berühmten Gartenpokal redlich verdient. Wir hatten noch ein paar Besen im Schrank, falls du Interesse hast. Ich habe sie auch kurz abgestaubt. Sie sehen etwas schäbig aus, aber in ihnen steckt eine Menge Potenzial, wie du bestimmt bald merken wirst. Okay, neue Besen. Und Fähigkeitspunkte hier. Warte, wir gehen mal zum Jäger. Geben wir mal hier vernünftigen Besen. Wobei, der Shooting Star ist auch gut. So, okay. Das sind unsere Punkte, die wir dann ausgeben werden. Das ist wahrscheinlich so eine Art Season Pass. Okay. Genau, wegen Wizarding World. Und weil wir Hogwarts Legacy haben. Genau. Okay, und wir müssen, um die Wappen freizuschalten, auch verschiedene Dinge erfüllen. Auf Schwierigkeitsstufe Standard. Beim Quidditch eine Weltmeisterschaft heraus, Karriereherausforderung abschließen. Okay, was ist das? Okay, ja. Gibt's doch schon ganz interessante Dinge. Wir nehmen jetzt einfach mal hier unseren DAX. So, das sind die Herausforderungen, klar. Dann gibt es hier ein Hermine Granger Bundle. Weasley Twins Bundle. Was haben wir im Vault? Ah, klar, dann die Sachen natürlich mit Echtgeld. Schätze ich. Aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Ja, dann hier die Outfits. Was haben wir hier? Electric. Ah, Besenspur. Okay. Ja, also es gibt hier einiges, was wir holen können. Und wenn ich mir das jetzt angucke,
Das haben wir schon abgeschlossen. Das heißt, als nächstes... Ja, okay, wir müssen dann... Als nächstes mit dem Hogwarts Quidditch-Pokal weitermachen. Das machen wir dann aber auch. Ich passe nochmal ein bisschen mein Team an und wir sehen uns dann morgen wieder um 10 Uhr. Bis dann, haut rein und tschüss.